Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Time at Portia. So, wir haben jetzt heute Freitag, beziehungsweise zu meinem Aufnahmezeitpunkt immer noch Sonntag. Ich nehme immer noch auf, bevor die erste Folge überhaupt gekommen ist. Es ist echt krass, aber irgendwie passt das gerade einfach so mit dem Vorabaufnehmen. Nanu? Aha, jetzt. Wir können ja mal hier schauen. Die Ziegel ernten, hätte ich fast gesagt. So, jetzt haben wir zwei Steinziegel. Das heißt, zwei Steinziegel bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 6 von 8 Steinziegeln. Warum tue ich das immer? Fertigen. Wird gerade noch einer gefertigt? Komm, wir tanken noch mal ein bisschen Holz auf. Ich finde das lustig, dass das heißt Holz auftanken. Wir brauchen aber noch wieder ein paar Steine. Damit wir hier weiter fertigen können. Oh, was war denn da drin? Marmor, wow. Okay, krass, was haben wir da drin? Kupfererz. Oh, ist ja praktisch, wenn wir hier als einiges aus den anderen schon rausbekommen. So. Der ist gleich fertig in einer halben Minute. So, wenn ich das richtig sehe. Aber wir können ja in der Zwischenzeit noch ein paar weitere Steine farmen. Weil ich glaube, wir müssen echt für alles Weitere, was jetzt gerade ansteht, müssen wir, glaube ich, in die Mine. Und das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn wir da hingehen würden. Weil es würde mal noch ein bisschen Abwechslung reinbringen und wir würden noch mehr Aspekte in diesem angezockt schon mal beleuchten können. Und vielleicht kommt es ja so gut an, dass wir noch ein bisschen weitermachen. So lange, bis es halt nicht mehr ankommt. Das klingt jetzt so herzlos, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt ein Projekt halt, ich teste es an und gucke dann, wenn es nicht läuft, dann fliegt es direkt raus und ansonsten fliegt es halt raus, wenn es nicht mehr so gut geguckt wird. Aber es klingt halt wirklich blöd und viele werden einem dann mit Sicherheit auch vorwerfen, man sei geldgeil. Muss man sich halt immer wieder anhören, aber ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich müssen wir sowohl Fabi als auch ich da auch ein bisschen wirtschaftlich überlegen. Es ist kein Unternehmen, wird eine Produktlinie, die sich nicht rechnet, ewig lang durchziehen. Das ist halt der Punkt, dass wir wirklich sagen, klar, dass wir es aus Spaß machen natürlich, dadurch ist alles entstanden überhaupt erst, aber es ist einfach mittlerweile unser Job und da muss man halt einfach auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Zumal wir noch so mega viele Projekte haben, die, ja, huch, ein kurzes Leck, wo wir überhaupt gar keinen Plan haben, wann wir die euch alle zeigen sollen. Deswegen ist es, denke ich, dann doch die sinnvollste Variante. Und ich bin jetzt schon so mega gespannt, wie die erste Folge dann bei euch ankommt. Das muss ich jetzt für euch auch komisch anhören. Ihr habt schon viel gesehen, jetzt sage ich, ja, wie kommt wohl die erste Folge bei euch an? Wir haben ja auch noch mal ein paar Steine und noch mal ein bisschen Holz und da liegt auch noch Holz rum. Das sammeln wir jetzt noch ein und dann müssten wir eigentlich gucken können, dass wir die letzten Ziegel einschmelzen. So, fertigen. Guck mal, hier 6 Stück können wir jetzt sogar fertigen. Ich brauche aber nur noch einen. Mehr will ich auch gerade erstmal gar nicht fertigen. Okay, das dauert aber 4 Minuten knapp, bis ein Ziegel fertig ist. Das ist schon krass. Was machen wir denn sonst mal? Wir haben eigentlich alle Leute kennengelernt. Kupfer. Kupferklingen herstellen. Geht das hier dran oder muss ich das auch irgendwo anders machen? Steinhocker, Schleifstein? Nee. Ich müsste mir eigentlich mal aufschreiben, was ich hier brauche für die einzelnen Teile, ne? Das hier ist so eine Übersicht, Gegenstandskatalog, Montageindex. Achso, das ist unser Inhaltsverzeichnis. Ach, das ist natürlich auch cool. Ja, die Schleifmaschine brauchen wir. Die Textilmaschine war es doch, glaube ich, noch, die wir brauchen. Nee, klar, natürlich, die Brückenteile brauchen wir noch. Gut. Post haben wir heute keine.
könnten wir rein theoretisch die Wartezeit damit überbrücken, dass wir noch ein bisschen Holz und ein bisschen Steine farmen. Das brauchen wir sowieso über kurz oder lang immer mal wieder. Und wenn es dann das Inventar verstopft, können wir es ja jetzt auch in unsere Truhe legen, die wir seit letzter Folge haben. Was ist das da überhaupt? Ach so, die haben hier auch hingeschissen. Tierkot und Kartoffelfruchtsamen. Ach, cool. Und Weizensamen. Ist natürlich auch nicht ungünstig, dass man das auch von den Viechern hier bekommen kann, die hier wild leben. Dass man gar nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass man das von eigens rangezogenen Tieren... Level up! Yay, Level 5! Dass man das nur von denen bekommt, sondern dass man das halt auch wirklich von den Wildtieren bekommen kann. Ich meine, ist ja im Endeffekt auch logisch und sinnig und realistisch. Aber hatte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht dran gedacht. Okay, an dem Ding hacken wir ein bisschen länger. Das dürfte dann aber auch mehr Material geben. Den hauen wir auch noch weg. Da waren noch wieder Pflanzenfasern bei. Guck mal, wir könnten auch mit dem hier nochmal Schere, Stein, Papier spielen mit Oaks. Die kennen wir ja auch schon. Ich fange mal mit Papier an. Toll, direkt verloren. Machen wir nochmal Papier. Yay, gewonnen! Wir nehmen mal Stein. Wir nehmen... Verflixt. Nein, er hat gewonnen. Ich fange nochmal mit Papier an. Ja, ja. Ich nehme nochmal Papier. Verflixt. Ich nehme nochmal Papier. No! Schade. Aber immerhin, wir haben uns wieder etwas besser angefreundet. So, das hier können wir auch noch mitnehmen. Die Schlangenbeeren. Warte mal, was stelle ich damit nochmal her? SP oder HP? GP. Ja. Was sind denn dann die GP, wenn ich hier nur HP und SP stehen habe? Naja, das werden wir bestimmt auch noch alles rausfinden. Wir haben ja bislang noch nichts zum Thema Kämpfen gelernt. Sag mal, hier kaufen. 1500 Golds kostet das, dass wir das kaufen können. Okay. Steinziegel, den Spezialauftrag, den müssten wir jetzt abgeben bei der Händlergilde, ne? Komm, ich hau mir mal gerade das Schwert auf den Rücken, das sieht ein bisschen cooler aus, als wenn ich mit der Axt in der Hand rumlaufe. Ach nee, das muss ich bei Emily abgeben. Stimmt, das war ja was. Die fertigen Aufträge sollte ich ja direkt bei denen... abgeben, von denen ich die Aufträge auch bekommen habe. Da oben steht Emily, diesmal auf dem Feld. Bleib stehen! Warte! Moment! Die kleinen Küken! Kann ich die werfen? Nein, kann ich nicht. Ich setz das mal ab. So. Handelsauftrag. Wow, du bist schnell und zuverlässig. Vielen Dank! Yay, wir haben einiges an Golds bekommen. Und Rufpunkte in der Stadt. Komm, ich will nochmal Schere, Stein, Papier spielen. Ich finde das cool. Stein. Yay, gewonnen die erste Runde. Schere. Oh. Nochmal Schere. Schade. Papier. Nein! Nochmal Papier. Verdammt. Nochmal Papier. Yes! Und die Schere? No, ich habe verloren. Verflixt. Na gut. Dann hätten wir das auch abgeschlossen und dann kann ich mir nämlich jetzt auch den Zugang in die Höhle leisten. Es ist jetzt halt nur die Frage, macht das überhaupt Sinn, dass wir das jetzt noch angehen, weil ich habe ja schon einiges an SP verloren. Eigentlich nicht, ne? Dann machen wir vielleicht heute einfach einen kürzeren Tag.
Ich gehe jetzt direkt mal wieder pennen. Lagere noch kurz mein Zeugs ein, was ich jetzt gerade hier so die Samen, die brauche ich ja jetzt nicht mit mir rumschleppen. Genauso wenig wie das oder das. Das behalte ich dann doch mal lieber bei mir. Okay. So, dann haue ich mich nämlich jetzt direkt schon mal wieder schlafen. Dass wir heute noch in die Mine können. Dass wir noch ein bisschen Fortschritt haben hier. Oha, wir haben das erste Mal Mistwetter. Das ist neu. Und wir kriegen direkt hier... Oh, da kommen aber viele neue Steine hinterher, mein lieber Mann. Ist jetzt vielleicht aus der Erde gewaschen worden. Oha! Sogar mit Gewitter hier. Alter Schwede. Die lassen sich nicht lumpen. So. Ich finde es ja gut, dass ihr auch jeden Tag immer wieder so viel von dem Zeug respawnt. Das ist ja eigentlich schon wirklich praktisch. Das nehmen wir auch noch mit. Gut. Gut, gut. Oh, guck mal, der hat hier so einen Regenschirmhut. Kleine Jack. Schüler, kleiner Bruder von Alice. Du bist neu, richtig? Ich bin Jack. Nett, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du hast hier in der Stadt eine tolle Zeit. Oh, kann der hier nicht. Warum? Weil die Stadtmauer im Weg ist wahrscheinlich. Egal, macht nichts. Das ist Lee, den kennen wir auch noch nicht. Kirche des Lichts. Und du bist... Oh, du musst der neue Handwerker sein, von dem der Bürgermeister mir erzählt hat. Ich bin Pfarrer Lee von der Kirche des Lichts. Es ist eine Freude, dich kennenzulernen. Und mit ihm können wir spielen. Papier. Direkt gewonnen die erste Runde. Nochmal Stein. No, verloren. Nochmal Stein. Gewonnen. Ha. Und jetzt nehmen wir Schere. No. Papier. Yes, gewonnen. Du hast mich platt gemacht. Ja, ha, ha, ha. So sieht's aus. So sieht's aus, mein Lieber. So, und jetzt müssten wir hier eigentlich rein können. Jo, Wochenpass zu den Ruinen. 80 Golds leichter sind wir jetzt. Aber das macht nichts, deswegen hatte ich ja das eingeplant. Bergbau-Tutorial. Richte das Gitternetz auf die Position aus, an der du graben willst. Drücke dann die linke Maustaste bzw. Angriff, um zu graben. Wähle ein Werkzeug zum Hacken oder Bohren. Drücke F, um mit dem Reliktscanner zu scannen. Die Relikte in der näheren Umgebung werden als leuchtende Kugeln angezeigt. Richte das Gitternetz für einen Moment auf die Lichtkugel aus, um das Relikt aufzuspüren und seine Position festzuhalten. Drücke erneut F, um das Scannen zu beenden. Die Position des Relikts wird dir weiterhin angezeigt. Okay. Drücke und halte die Leertaste, um das Jetpack zu benutzen. Mit den Bewegungstasten kannst du steuern. Öffne die Karte und drücke E, um zurück zum Eingang der Ruine zu gelangen. Okay, das werde ich doch mit Sicherheit eh wieder nicht hinbekommen. Ah. Ich bin mir so pessimistisch hier. Oh, da sind aber einige Relikte. Dann könnten wir die ja schon mal... Ach so, ich kann immer nur einen markieren. Das ist ja lustig. Warte mal, was haben wir jetzt bekommen? Archäologie, Petra-Fragen. Ach so, weil wir unser erstes Relikt bekommen haben. Sollen wir die jetzt anquatschen, dass sie uns das erklärt? Die anderen Sachen, die wir brauchen, kriegen wir hier so oder so. M-
mysteriöse Datendisk. Können wir uns ja hier mal so ein bisschen durchbuddeln. Boah, 9 Meter nach unten. Ist ja schon ordentlich. Ist dann die Frage, ist das dann irgendwann komplett durchlöchert? Ein Brillenglas. Ist das dann irgendwann komplett durchlöchert und wir müssen hier Slalom laufen, um nicht irgendwo in die Löcher zu fallen, oder? Eine alte Thermoskanne. Okay, das ging jetzt schnell. Da haben wir auch noch was. Oh, mein Inventar ist voll. Alte Teile, okay, verlassene Ruinen. Dann macht es ja jetzt eigentlich schon wieder fast Sinn, eher nach Hause zu gehen, ne? Wir haben ja jetzt diesen Wochenpass. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir die Sachen abgeben. Wo müssen wir denn dafür hin? Mysteriöse Datendisk. Vielleicht sollte ich mit jemandem aus der Kirche darüber reden. Ja, wir haben doch diese Info bekommen, dass wir alles bei der Kirche abgeben sollen, oder nicht? Dann hauen wir doch mal Lee an. Guten Tag, Handwerker. Oh je, eine Datendisk. Weißt du, was das ist? Natürlich, das haben unsere Ahnen im Zeitalter der Verderbnis benutzt, um Informationen über ihre Technologie zu speichern. Es ist höchst gefährlich, weil eine Chance besteht, dass dieses kleine Ding den Bauplan zur Zerstörung der Welt enthält. So schlimm kann es doch nicht sein, oder? Wie alt bist du? 18, 19? Das dunkle Zeitalter ist nur ein Märchen für dich, nicht wahr? Als ich jung war, erzählte mir meine Urgroßmutter aus erster Hand von der Zeit vor Peach, als die Leute in Ruinen unter der Erde lebten. Es gab tagelang keine Nahrung. Jeder kämpfte gegen jeden um die grundlegendsten Dinge. Menschen galten als alt, wenn sie 30 wurden. Und es war immer dunkler. Und zwar immer dunkel. Immer. Stell dir das vor, so sah das Ende der Welt aus. Und es wurde von denselben finsteren Technologien hervorgebracht, die auf dieser kleinen Disk gespeichert sind. Wie dem auch sei, ich möchte dir keine Angst einjagen, aber das ist die Realität deines Handwerkertums. All diese gefährliche Technologie ist auf der ganzen Welt verteilt und wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Und das Forschungszentrum und Städte wie Vega 5 beschleunigen ihre Wiederherstellung. Dann wird das Unheil erneut zuschlagen. Daher ist es das Ziel der Kirche, alle Datendisks und andere gefährliche Relikte zu finden und zu zerstören. Natürlich mit der Hilfe von Ruinentauchern wie dir. Also kann ich ihr das geben? Ja, ja, nur zu. Die Kirche wird dich für deine Mühen ansehnlich belohnen. Wir verfügen in unserer Position über eine große Auswahl an grüner Technologie, die wir mit der Zeit erlernt haben. Warte mal, ich kenne diesen Blick. Die Kirche ist nicht gegen die Verwendung von guter Technologie, die unserer Gesellschaft die Telesis bringt. Wir sind nur gegen gefährliche Technologie. Welche grüne Technologie? Hauptsächlich spezielle Samen. Du wirst schon sehen. Wir können mit dir teilen, was wir haben, wenn du uns mehr Disks bringst. Du weißt, wie man Pflanzen anbaut, oder? Noch nicht? Oh je, du solltest deine Nachbarin Emily fragen, wie man etwas anbaut. Aber ja, gut. Ich nehme diese Disk und gebe dir ein paar Samen für den Anfang. Wenn du mehr Disks findest, dann bring sie zu uns und wir geben dir noch mehr Samen. Du erweist dieser Welt einen großen Dienst. Gab auf jeden Fall... Ach, das Inventar ist jetzt schon wieder... Warte mal, aber wir müssen doch auch noch zu dem Technologischen Institut. Wird die uns jetzt genau das Gegenteil erzählen oder so, dass die Technologie von der Kirche aufgehalten wird und der Fortschritt und dass wir alles zu ihnen bringen sollen? Ich vermute es mal fast. Oh, hier gibt's eine Schaukel. Kann ich hier schaukeln? Nein, kann ich nicht. Schade. Okay.
Petra, sieht aber nett aus. Was haben wir denn hier? Eine Datendisk. Weißt du, was das ist? Willst du es wissen? Das hat etwas damit zu tun, wie du neue Baupläne für dein Werkstatthandbuch entdecken kannst. Wir sind auf alte Reliktkomponenten angewiesen, um einige unserer aktuellen Maschinen zu bauen. Viele Relikte dieser Welt übersteigen unsere derzeitigen Kenntnisse. Du wirst sie nicht bauen können, nicht in 100 Jahren. Und hier kommt die Datendisk ins Spiel. Diese Datendisks sind in der ganzen Welt verteilt. Sie enthalten sehr viele wichtige Informationen über die alten Relikte. Wenn du welche findest, dann gib sie uns und wir helfen dir, diese Relikte zu erforschen. Unsere Forschung wird die Baupläne hervorbringen, die du für den Bau benötigst. Wir vollbringen hier keine Wunder, also erwarte nicht, dass wir Dinge aus dem Hut zaubern, aber wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie die Komponenten zusammenpassen sollten. Naja, denk einfach dran, wenn du Datendisks findest, dann bring sie zu mir, okay? Oh, was hast du mir diesmal mitgebracht? Aha, das muss ein Teil eines Relikts sein. Du kannst unsere Wiederherstellungsmaschine im Forschungszentrum benutzen, um es in seiner ursprünglichen Form wiederherzustellen. Dafür werden Datendisks benötigt, aber es sollte ziemlich schnell gehen. Viel Spaß! Okay. Das hat jetzt richtig viele Erfahrungspunkte gebracht. Merlin. Du bist neu, nicht wahr? Hast du dich verlaufen oder so? Nö. Alles gut, ich wollte dich nur kennenlernen. Und an dem Ding kann ich das machen. Gucken wir auch mal noch kurz, was das hier. Alte Thermoskanne, wir bräuchten noch alte Thermoskanne Teil 2. Komisches Glasgefäß, Denkmalmodell. Okay. Die Frage ist, wofür ich die Sachen dann brauche. Aber gut. Mein Inventar ist immer noch voll. Das heißt, ich kann da hinten an die Truhe nicht dran. Guck mal, kann ich da hinten bei diesen Shops, kann ich da auch Sachen verkaufen? Was haben wir hier? Ein Regenschirm. Wie cool ist das denn? Boah, wir haben jede Menge Steine. Sprechanlage. Wenn ich das jetzt da reinziehe, kann ich das dann? Nee. Da ist verkaufen, ne? Ja, genau. So funktioniert das. Okay. Ich habe jetzt 1086 Gold. Okay, haben wir da auch mal wieder was dazu gelernt. Hier will ich auch mal noch fix schauen. Hier gibt es anscheinend andere Klamotten für uns. Die Jacke ist ja cool. Boah, die ist echt schön. Ist gar nicht so teuer. Die ist auch nicht schlecht. Ich finde aber die hier fast besser. Obwohl, die sieht so abenteuermäßiger aus, ne? Ein Paravent, ein Teppich. Also das hier gefällt mir eigentlich schon ganz gut, ne? Aber die ist auch nicht schlecht. Gucken wir einfach mal. Ist auf jeden Fall beides momentan noch ziemlich teuer. Und was gibt's hier beim coolen Kumpel? Oh, ist das ein Regal? Ein Küchenschrank. Krankenhausbett. Okay. Da gibt's zu essen. Ja, wie gesagt, und der Barbier, der scheint zumindest momentan noch nicht aktiv zu sein. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon nutzen kann. Oder ob das gerade generell noch nicht geht. Also ob der noch gar nicht drin ist, ob der nur schon da ist, aber noch nicht geupdatet jetzt in der Early Access Version. Oder ob ich den nur aufgrund zu geringen Spielfortschritts noch nicht nutzen kann. Das weiß ich nicht. Das müssten wir mal gucken und rausfinden mit der Zeit. Aber ihr Lieben, ich werde mich jetzt erstmal pennen legen und dann gucken wir morgen mal, dass wir ein paar Sachen herstellen können, vielleicht für die weiteren Aufträge, dass wir damit auch weiterkommen.
Ich verabschiede mich für heute auf jeden Fall erstmal, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!